So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Und heute heiße ich euch herzlich willkommen zu etwas Bildung, denn wir besuchen heute die Lachhochschule, wo nur die elitärsten Lacher in die Lachgrundkurse gehen oder in die Lachleistungskurse, wie auch immer. Sieht gar nicht so elitär aus und auch gar nicht so super. Hilfe! Rettet sich wer kann! Da kommen die Studenten! Eise! Wie Mario ganz ruhig bleibt und Luigi so voll am Ausrasten. Naja, wir müssen da was tun. Na, mal schauen, was uns hier auf dem Weg erwartet. Ihm geht's gar nicht gut. Ludmilla, in diesen heiligen Hallen der Wissenschaft verwandelt den Lehrkörper der Lachhochschule in ekelhafte Monster. Wie kann sie nur? Uff. War auch. Oh Gott, was bist du denn? Excuse me, what the fuck bist du? Achso, ein Fake-Snivy, wa? Oh, okay. Interessant, was der so macht. Was der so kann. Harte Angriffe. Harter Tobak. Aber ansonsten alles Tutti, ne? Boah, den haben wir auf dem Gewissen. Der ist einfach mal tot. Das macht aber nichts, ne? Macht aber nichts. Was ist das denn hier für ein cooler Raum? Einfach Sternenhimmel oder was? Der Sternenhimmel. Ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber es scheint ein Dungeon zu sein, so eine Art. Nach da unten ging es, nach links ging es, aber nach links kommen wir bestimmt noch nicht durch. Kommen wir hier? Ja, hier kommen wir auch noch nicht durch. Nach links war ja eigentlich hier der... Genau, war das da, also geht's eigentlich gerade nur nach oben, in unserem Falle. Gut. Haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt, dass die anderen Wege gar nicht für uns zutretbar sind? Zumutbar? Oder ähnliches? Von daher nehmen wir das mal so in Kauf. Keine Ahnung, ob das so jetzt richtig war. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen, was sich ergibt. Auch hier nochmal ganz hier öffnen. Der Strom ist ausgeschalten. Aber das Ganze ergibt jetzt nur noch ein X. Hä? Verstehe ich jetzt noch nicht so an dieser Stelle, aber lassen wir es mal so offen. Lassen wir es mal offen stehen, ne? Mal schauen, was das bringt, letzten Endes. Aber wir haben ja jetzt einen Weg frei, von daher. Gar nicht mal so schlimm, ne? Gar nicht mal so schlimm. Ach Mensch. Ja, später springen einfach. Okay, hab's verstanden. Was auch immer der da hinten macht, ich will's gar nicht wissen. An dieser Stelle gerade. Noch nicht zumindest. Später werde ich's wohl erfahren müssen. Ah, okay, wenn die nah rangehen, dann machen sie eine Attacke, die... ihn trifft. Ach, keine Ahnung. Ja, wenn sie nah rangehen, einfach stehen bleiben. Hab's kapiert. Und er da mit seinen Jojos, der hat auch Spaß. Den Spaß seines Lebens. Hab's verstanden. Soweit es geht. So. One-Up-Hits? Oder nur ein Pilz? One-Up-Hits, oder? Damit Luigi erstmal wieder aufersteht. So. Superpilz für Mario. Ein Superpilz für Mario. Eher der stirbt hier. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. So, und er greift jetzt mit seinen Jojos an. Hab schon verstanden. Er macht einen auf ganz cool. Einen auf ganz cool hier. Dann machen wir ihn jetzt mal einen Strich durch die Rechnung. Hoffen, dass er nicht so viel aushält. Macht er überhaupt? Erhöht er seinen Angriff oder was macht er da? Verstehe ich noch nicht so ganz, was der da macht, was der zu suchen hat. Oh, warum sind hier so viele Gegner? Also klar, es sind wahrscheinlich alle Studenten, aber... ein bisschen viel, wa? Ein bisschen zugepackt hier. Aber okay.
Müssen wir wohl mit umgehen können. Müssen wir wohl erstmal mit umgehen können. Dass hier doch ein paar mehr Gegner sind. Jetzt sollen wir mal hier hoch probieren, weil was haben wir zu verlieren, ne? Also unsere Würde. Aber die haben wir schon lange verloren eigentlich. Von daher nehmen wir das einfach mal in Kauf. Okay, aber die Gegner lassen einen weitestgehend in Ruhe, wenn man nicht gerade auf sie drauf geht, sag ich mal. Von daher lassen wir sie einfach mal in Ruhe soweit es geht halt, ne? Wir sind jetzt da, nach links ist eine Sackgasse, von daher würde ich die ganz gerne zuerst betreten. Sieht mir auf jeden Fall sinnvoll aus. Keine Ahnung, was das bringen soll. Weil es bringt auch gerade gar nichts, gefühlt. Das ist einfach nur ein Trainingsraum. Guter Box, springt der Bruder mit der passenden Farbe gegen die Box, bewegt sich diese im Fallrichtung. Da diese Brüderbox nur für Forschungszwecke ist, enthält sie keine Münzen. Ach, so ist das. Ach, so ist es. Na gut, dann hat sich das auch geklärt. Habe ich das auch verstanden? Originalblock aus Paper Mario. Hä? Alter Brocken, wirkt auf den ersten Blick harmlos. Ein Block für echte Kenner. Originalblock aus Super Mario 64. Und verschwindet bei Treffern. Diese Technik bedarf genauerer Analyse. War lustig. Originalblock aus Super Mario Bros. Dieser harte Block aus dem Blitzkönigreich hat viele Fans. Und Mario World, ne? Originalblock aus Super Mario World. Ultraleichtes Material, bei Sprüngen sehr schädelfreundlich. Ja, witzig. Finde ich cool. Was hier? Was? Also, es ist einfach ein Minispiel hier. Ein lustiges Minispiel. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen müssen, aber bis 10 schaffen wir es, oder? Bis 20 vielleicht auch. Nee, bis auch nicht. Zuspielbox, beide Brüder springen abwechselnd gegen die Box, um sich gegenseitig zuzuspielen. Da diese Zuspielbox nur für Forschungszwecke ist, enthält sie keine Münzen. Achso. Zufallsbox, springt der Bruder mit der richtigen Farbe gegen die Box, gibt sie Münzen frei. Da diese Zufallsbox nur für Forschungszwecke ist, enthält sie keine Münzen. Ah, hier forschen wir also einfach nur an Blöcken. Auch schön zu wissen. Juckt mich aber nicht. Aber die Anspielung hier auf Super Mario Bros. Und 64 und Co. waren lustig. Sonnentor, Boxenlabor, na dann geht's auf zum Sonnentor. Die Gegner hier kennt man doch auch, das sind doch, sind das nicht die Dr. Mario Pillen, ne? Lustig. Boah, machen die Schaden, was? Die Hölle. Machen die so viel Schaden. Okay. Blau macht weniger Schaden, okay, gut zu wissen. Ansprünge auch was? Nicht so viel. Aber okay. Ah! Oh! Ach so! Lustig! Weil, ja klar, Mario, Dr. Mario, Pillen in die gleiche Farbe bringen. Habe verstanden. Lustig. Das ist witzig. Ein witziges Konzept für einen Gegner. Auch mal was nicht so standardmäßiges. Also halt das in dieses Spiel reinzubringen, halt in Dr. Mario ist natürlich nicht so atemberaubend, aber in dem Spiel? Witzig. In dem Spiel ist das witzig. Cool. Gefällt mir. Also allein diese ganzen Anspielungen ist auf jeden Fall wert, dieses Spiel gespielt zu haben. Wie gesagt, das ist ja komplett blind für mich. Von daher hat es sich jetzt schon gelohnt. Hat sich echt gelohnt. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Geoblex, den die Nostalgie auf jeden Fall gepackt hat. Naja. So, die Pille mache ich jetzt aber nicht, weil die nimmt mir doch ein bisschen zu viel. Es war cool, aber nimmt mir zu viel Zeit in Anspruch. So ist er nicht, ne? So ist er nicht. So, und du machst folgendes, okay. Ich glaube. Oh, kommt als nächstes, okay. Wusste es jetzt nicht. Welche Farbe er als nächstes annehmen würde. Jetzt mit mal den. Weil wir können auch den blauen, den hier einfach treffen, ne? Dann müssen die sich auflösen. Genau. Wundervoll. War jetzt so gut.
So weit, so gut, ne? Wundervoll. Wundervoll. Aber den Gegner habe ich auch richtig gesehen gerade. War ein bisschen gemein. Ein bisschen gemein versteckt. Gemein gefährlich. Aber in Ordnung. So, der rechte Raum ist eine Sackgasse. Von daher, Sackgasse immer gut. Erstmal erkunden, ne? Sackgassen erstmal erkunden. Luigi, Mario, Mario, Luigi. Luigi, Luigi, Mario. Mario, Mario, Luigi, Luigi. Luigi, Mario, Mario, Mario. Luigi, Mario, wie lange geht das? Mario, Mario, Mario. Luigi, und da war es vorbei. Ich habe mir schon gefragt, wie lange das gehen würde. Könnte ja auch nicht mehr so lang gehen, ne? Eine Nuss ist immer gut, denn die heilt uns ja beide, ne? Die heilt ja Mario und Luigi im Zweifelsfall. Es ist also schon mal sehr gut. Die Bakterie da unten, die hat Spaß am Leben. Weiter Zentrale, Sonnentor. Wir müssen scheinbar erstmal zum Sonnentor, woanders können wir gerade gar nicht hin. Woanders können wir gerade scheinbar gar nicht hin. Na gut, dann halt zum Sonnentor. Ah, wieder der Jojo-Boy. Gar keinen Bock auf den. Aber okay. Der Jojo-Boy greift auch gleich mit an. Na gut. Erstmal einen ausschalten. Erstmal einen ausschalten ist immer eine gute Devise. Mensch. Also ich habe schon verstanden, wie der gehen soll, aber irgendwie das Timing bei dem habe ich noch nicht ganz raus. Also ich habe schon verstanden, wann er wen angreift, aber naja, egal. Egal. Man hält auch so viel aus, der Idiot. Mario. Luigi Fake. Mario. Manchmal täuscht er auch nur an, die Sau. So eine blöde Sau. Einfach so ein richtiger Antäuscher. So ein richtig unbeliebter Kerl. So ein richtig unbeliebter, nicht? Aber in Ordnung. Verteilung. E? OP. Naja. Man kann nicht alles haben. Vielleicht müssen wir auch mal wieder ein Bad erhöhen. Vielleicht müssen wir demnächst auch mal wieder ein Bad erhöhen. Machen wir vielleicht auch mit Luigi gleich mal. Badpunkte müssen auch erhöht werden und gleich vier davon. Wundervoll. So wollen wir das haben. Mehr Glück ist immer gut. Dann gibt es nämlich auch mehr Boni dabei. Was wollen sie denn hier? Sieht mir nach einem Rätsel aus. Ein Rätsel, was ich nicht weiß, ob ich es zu lösen vermag. Aber ein Hammer ist bestimmt nicht schlecht, ne? Jetzt erstes Mal. Ich würde die jetzt alle mal auf Rot setzen, einfach weil sie dann grinsen. Vielleicht gar nicht verkehrt. Doch eher alle auf Blau? Vielleicht doch alle auf Blau. Alle auf Blau? Alle traurig sein? Müssen alle traurig sein oder müssen alle fröhlich sein? Oder müssen sie gemischt sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wo ich die Lösung herbekommen soll dafür. Steht die irgendwo geschrieben? Glaub es kaum. Also das scheint es auch nicht gewesen zu sein. Wo ist die Lösung geschrieben hierfür? Ach, da vielleicht, da an der Tafel. Mal Luki Luki. Geguckt für das Sonnentor. Also die zwei links müssen blau sein und dann so ein Dreieck, was blau sein muss. Okay. Zwei ganz links. Was? Okay. War noch so ein... Okay. Noch so ein L im Blau. Zwei links und dann ein Dreieck. Was nochmal? Ganz ehrlich. Wisst ihr was? Ich mache mir davon jetzt ein Foto. Nützt ja alles nicht. Ob ich mir die Scheiße merke hier. So. Handy wird daneben gelegt. Am besten kriege ich dann auch noch einen Angriff mit rein. Nee, das wollen wir so nicht. Also. Die beiden müssen blau sein. Rot.
kaputt. Ach so, so sind die jetzt aufgebaut und so müssen sie sein. Okay, ich hab... Und das zweite müssen sie sein. Okay, ich hab verstanden. Der hier noch blau. Und der hier blau. Dann muss der hier rot. Der muss rot und der muss rot. Und dann muss der hier noch rot, wa? Und der unten auch. Und dann haben wir's. War ja gar nicht so verkehrt. War ja gar nicht so schwer. Das mache ich mir ins Leben mal wieder zur Hölle, ne? Wundervoll. Sonnentor ist damit offen. Wo auch immer dies hinführt. Ah ja. Und da kommen wir da oben weiter. Sehr schöne Sache. Sehr schöne Sache dies. Oh Gott, kann nicht in den Gegner reinlaufen unbedingt. Wir haben auch schon wieder eine fortschrittliche Zeit erreicht. Das heißt, wenn dann demnächst mal ein paar beenden. Beim nächsten Speicherblock würde ich sagen, der da hier wäre. Okay, wir machen das aber noch. Einfach aus Prinzip. Und danach beenden wir den Part. Und danach beenden wir dann den Part. Soll es auch das gewesen sein für heute. Schauen, wie lange wir das durchhalten. Gibt ihr jetzt Münzen, gibt ihr was dafür. Es wird immer schneller. Irgendwann werde ich es nicht mehr halten können. Aber 20 sind drin, oder? Nicht. Na dann eben nicht. Na gut. Aber dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch sehr gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Schisikowski, euer FlassTV. Bye bye!